Es begab sich, dass uns das normale Urbexen zu langweilig wurde. Wir wollten uns neu herausfordern. Wir wollten was Neues. Wir wollten was Krankes. Wir wollten etwas, wo sich nicht jeder reintraut. Und wir wollten etwas, wo vielleicht Dinge geschehen sind, die wir uns nicht erklären konnten oder vielleicht auch gar nicht erklären möchten. Vor wenigen Wochen haben wir eine verlassene Psychiatrie betreten. Wir dachten, das wär's. Wir dachten, das wäre auf jeden Fall das, was uns den Kick gibt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das hat es. Und so forschte ich durch das Internet und suchte nach einem geeigneten Urbexer-Spot, der uns diese Wünsche erfüllen könnte. Ich traf auf eine verlassene Psychiatrie ganz bei uns in der Nähe. Sie stand schon seit 10 Jahren still und hatte seine Geschichte hinter sich. Wir hatten uns öfter nicht getraut, dort mit wenigen Leuten hinzugehen, aber eines Abends, als uns langweilig war, dachten wir uns, lass uns doch schon mal dorthin gehen, um dann mit einer gesammelten Truppe irgendwann dort reinzugehen. Wir waren mutig, wir kamen dort an und haben es erst gar nicht gefunden. Wir befanden uns in einer reicheren Gegend, sehr viele Einfamilienhäuser, dicke Autos und es schien nichts nach einer Psychiatrie zu wirken. Doch als wir dann diese Siedlung verlassen wollten, sahen wir rechts von uns einen tiefschwarzen Gang, umgeben von Bäumen. Und ich sagte, fahr hier rein, das muss es sein, das muss es sein. Und so fuhren wir in diesen kleinen Parkplatz, 2 Autos standen dort und sahen auf der rechten Seite Baumzäune. Bauzäune und dahinter ein riesiger schwarzer Brocken, ein heruntergekommenes riesiges Gebäude, was sehr massiv scheint. Es war anders als all die Gebäude, die wir uns jemals vorgestellt hatten, in die wir reingehen. Es war anders, sage ich so. So guckten wir uns für 10 Minuten erstmal alles an und entschieden uns erstmal wegzufahren, denn wir hatten in Erfahrung gebracht, dass die Nachbarn sehr polizeiaktiv waren und generell dieser Platz von wenigen Leuten besucht wird, die dort ihr gutes Wohl treiben. Wenige Zeit kamen wir zurück und hatten uns schon überhaupt total in Angst geredet und hatten sehr viel Panik, als wir dann erneut wieder auf diesen Parkplatz fuhren. Und wie es sich ergab, waren wir psychisch schon total fertig und es kamen wirklich 2 Personen aus diesem Gebäude und alle schrien vor Angst, wirklich vor Angst, weil sie sich so erschrocken hatten, dass da wirklich ein Mensch um diese Uhrzeit aus dieser Psychiatrie kommt, ein Pärchen. Dieses wurde von uns natürlich auch total erschrocken, weil wir wirklich alle 3 lautstark geschrien haben. Doch wir haben sie dann empfangen und sie haben uns gezeigt, wie es denn in dieses Gebäude reingeht. Wir haben erst diskutiert, wie und was wir tun und wie wir dort reingehen, denn es war ein vollkommen neues Gebäude und von dem Ausmaß her noch total unbekannt für uns. Doch wir haben gesagt, wir gehen kurz rein und checken die Lage, was man erwarten kann. Der Eingang zu dem Gebäude war relativ leicht. Du gehst da rauf zu und links ist ein offenes Fenster, was man sofort einfach durchklettern kann und man ist sofort drin. Es war sofort komisch. Überall lagen Krankenakten auf dem Boden von Menschen, die dort behandelt wurden. Überall waren Sachen zerstört und Graffitis an den Wänden. Teilweise ziemlich coole dabei, aber die Atmosphäre dort drin war schauerig. In jede Himmelsrichtung gab es Gänge, ellenlang, ich würde sagen 50 Meter lange Gänge, alle stockduster und wir hatten nur unsere Taschenlampen dabei. Wir waren weiterhin mutig und gingen in einen Gang hinein, 2 nach vorne, einer nach hinten, denn es könnte jederzeit jemand auftauchen. Und wir schauten uns die Gänge an und merkten, das ist ein Spot außer unserer Macht, dort müssen wir mit mehr Leuten hin. Es lagen weiterhin überall Krankenakten und Graffitis. Und es hat geregnet, das heißt, die Regentropfen haben mit unserer Psyche gespielt, denn in jedem Raum, an dem wir vorbeiliefen, tropfte es anders. Und deswegen dachten wir jederzeit, dass Menschen oder irgendwelche Leute uns vielleicht reinlegen wollen oder uns sogar vielleicht verjagen wollen oder für uns vielleicht sogar andere Dinge antun wollen. Wir ließen die ganze Sache ein paar Tage ruhen. Und dann beschlossen wir uns, mit 10 Leuten dorthin zu fahren, 3 Autos.
Und einer Menge mehr Kraft, mit mehr Mut wollten wir dann durch diese Psychiatrie hindurchgehen. Wir waren nicht vorbereitet auf das, was noch auf uns trifft. Bevor wir überhaupt einsteigen konnten, es war Wochenende, wurde uns dann dieses eine Problem, was wir im Internet schon herausgefunden hatten, klar, dass die Nachbarn ziemlich polizeiarg sind. Da wir mit drei Autos vorfuhren und jeder kam zeitversetzt dort an, hatten die aufmerksamen Nachbarn schon eine Aufmerksamkeit auf das erste Auto, was am Kahn gelegt, und diese Leute beobachtete, die einfach nur friedlich im Auto saßen und warteten, mit Licht aus. Als dann zwei weitere Autos vorfuhren, ergab es sich dann, dass plötzlich ein Nachbar bzw. ein Anwohner auf den Balkon ging und uns beobachtete. Wir wussten sofort, dass der nichts Gutes von uns wollte, sondern wenn wir uns nur in die Nähe des Gebäudes begeben würden, die Polizei rufen. Also hielten wir die Ruhe und entschieden uns erstmal wegzufahren, um die Aufmerksamkeit von uns zu nehmen und weiter weg zu parken. Doch das hat sich geändert. Wir sind einfach weggefahren, ein paar Runden in die Gegend gefahren und dann zurückzukehren und dann wirklich direkt davor zu parken, denn in einem Falle, dass wir flüchten müssen, mussten die Autos in der Nähe bleiben. Im Nachhinein wäre es schlau gewesen, jemanden als Wachposten außen anzulegen, aber diese Idee kam uns erst später, in einem weiteren Versuch in dieser Psychiatrie. Nun standen wir dort, 10 Mann, vor einer Psychiatrie, in der wir alle noch nicht wirklich waren und unvorbereitet auf das, was auf uns zukommt. Nachdem wir Mut geschöpft haben, uns vorbereitet haben, uns auch bewaffnet haben mit diversen Sachen, weil man weiß nie, was passiert, gingen wir hier rein. Und ich hatte im Internet gelesen, dass das Highlight wohl im Keller sein sollte und sagte, man kommt rein und ist sofort an einer Treppe, die nach unten in den Keller führt oder in die diversen Gänge und Behandlungsräume. Wir kommen unten in den Keller und links geht's zu einem Heizungskeller, den wir uns nicht näher angeguckt haben, vorerst, und rechts in einen Gang, der in 3 Gänge führt. Ein ziemlich grauenhafter Anblick, da der Boden aufgebrochen war und man konnte die ganzen Rohre sehen. Und das führte auch dazu, dass wir sehr vorsichtig sein mussten, denn ein großer Bereich des Bodens war auch gebrochen und wir konnten nicht wirklich sicher dort vorbeigehen. Es war höchste Vorsicht geboten. Weiterhin hat es wieder getröpfelt, es war eine sehr regnerische Woche und jeder Regentropfen hat uns fertig gemacht, auch wenn wir jetzt auch unter der Erde waren und 10 Leute waren, die relativ viel lauter waren und deshalb immer noch große Angst herrschte. Es war ziemlich still zu diesem Zeitpunkt. Wir gehen in den rechten Gang und dies scheint wohl eine Wäscherei oder sowas gewesen zu sein. Auf jeden Fall standen rechts teilweise Maschinen noch, ganze Maschinen von vor 30 bis 40 Jahren. Es hätten auch Foltermaschinen sein können, aber sowas Krankes würde natürlich dort nicht sein. So realistisch mussten wir sein, aber im ersten Moment war es halt grauenhaft. Es waren Mangeleien oder wie man es auch immer nennt. Und diese standen im Raum und im Dunkeln war das alles ganz gruselig. Zusätzlich noch diese ganzen Graffitis waren ziemlich schreckenserregend. Der Gang endete und wir rochen etwas ziemlich Beißendes. Der Geruch war einigen Leuten klar, anderen Leuten weniger. So geben wir uns mal die Idee, was Verfaultes zu riechen, und stellt euch das nun vor. Wir stehen am Ende des Gangs und von diesem Gang führt es in den nächsten Gang, der in der anderen Himmelsrichtung wieder geführt hat, und gehen dann dort hier hinein. Und der Gestank wurde immer ekelhafter und beißender. Und wir waren wohl in einem Duschraum, beziehungsweise was genau es war befliest. Wir kommen dort her und es war alles befliest und schauen in die rechte Ecke. Und was wir sehen, hat uns alle zutiefst schockiert. Eine riesige Blutlache war verteilt. Das Blut war schon alt. Aber es war auf jeden Fall noch zu erkennen, dass es Blut war. An der Decke überall Blutspritzer und wir konnten uns erklären, weshalb an Teilen der Psychiatrie, in der wir bis jetzt waren, auch solche Arten von Flecken waren, die wir uns nicht erklären konnten. Es war Blut. Das Blut sah zwar nicht mehr so frisch aus, aber der Geruch und das Aussehen deuteten auf jeden Fall etwas hin, dass irgendjemand mal was hier mit Blut gemacht hat. Und es war echtes Blut. Das konnten wir da im Nachhinein, als wir nachgeforscht haben, auch nochmal uns selbst erklären. Jetzt könnt ihr euch natürlich alle vorstellen, wie es sich in unseren Köpfen abspielte. Man könnte realistisch bleiben und könnte sagen, irgendjemand hat sich einen Scherz erlaubt, aber selbst das ist schon zu krank, dass sich jemand die Idee macht, in solch eine verlassene Psychiatrie zu gehen und in dem ganzen Gebäude Schweineblut zum Beispiel zu verteilen. Oder man könnte auch krank sein und sagen, dort wurde jemand brutal abgeschlachtet. Aber das überlasse ich eurer Fantasie. Geschockt gehen wir zumindest erstmal weiter.
gehen dann in diesen bemannten Heizungskeller. Der sah auch sehr cool aus. Leider konnte ich davon keine Fotos machen, weil der Boden, generell das Gerüst, was diesen Raum umgeben hat, sehr unsicher war und wir uns nicht trauten, da mehrere Leute drauf zu schicken als ein bis zwei Personen, die davon schnell Fotos machen. Der Kellergang war für uns abgeschlossen und wir beschlossen, uns in die weiteren Etagen zu gehen. Und wieder ganz viele Krankenakten von Leuten, die dort wahrscheinlich nicht ihre beste Zeit erlebt haben. Denn wir haben einige Räume gefunden, auf die sich schließen ließ, dass die Leute dort vielleicht nicht immer ihre beste Zeit hatten. Lederriemen an den Wänden, um Leute festzuketten. Manche Räume sahen ziemlich klein und beengt aus. Es hätten Besenkammer sein können, aber an den Türen standen trotzdem noch Raumnamen mit speziellen Bezeichnungen. Und das hätten auch kleine Kammern sein können, wo dann Leute mal durchgedreht sind. Im Nachhinein habe ich meine Nachforschung betrieben und es kam heraus, dass das eine Psychiatrie für Depressive und Selbstmordgefährdende zum einen war, aber auch für Leute, die den Geist schon komplett verloren haben, also auch für komplett Verrückte. Dies ließ also auf diese Lederriemen und diese kleinen Räume vielleicht schließen, dass das für die waren, die komplett durchgedreht sind. Das heißt, wir hatten also nicht nur Verrückte dort drin, aber auch ziemlich depressive Menschen, die ja mit ihrem Leben vielleicht schon abgeschlossen hatten. Und das hinterlässt dann trotzdem noch einen traurigen Schauer, dass wir vielleicht dort in einigen Räumen waren, in denen sich vielleicht der eine oder einige andere Patient umgebracht hat. Aber wie auch immer. Wir haben uns einige Krankenakten angeguckt und uns die Leiden mancher Patienten angesehen und sind dann durch die Gänge gegangen, um weiter Informationen zu suchen, was denn alles in dieser Psychiatrie vorging. Einer unserer Punkte, die wir ansteuern wollten, war eine Kapelle, in der ich auch im Internet gelesen hatte, dass diese doch auch ziemlich krank sein sollte. Bei unserem Forschungsgang kamen wir dann plötzlich rechts auf einen Gang, der aussah wie eine Kirche. Es gab einen Gang, der auch plötzlich eine ganz andere Hölzerung hatte und Kirchenfenster in Richtung des Ausgangs hatte. Und dann war uns klar, wir sind richtig. Es gab dann links einen Raum, der uns dann auf einen Balkon geführt hat oder direkt in die Kapelle. Wir haben uns aber entschieden, einzeln jeder für sich auf diese Treppe zu gehen und dann den Balkon zu betreten. Das Bild von oben, diese Kapelle, war schon sehr schauerig. Man konnte von oben mit unserem Taschenlampenlicht diesen Jesus am Kreuz sehen, ein Rednerpult und einen ziemlich verdreckten Kirchenraum, der von unten, als wir dann unten in diese Kapelle reingegangen sind, doch anders aussah als von oben. Es war ziemlich gruselig, dieses Jesuskreuz dort zu sehen. Und es hat uns auch verwundert, dass keiner da vandaliert hat. Also es gibt anscheinend doch noch Leute, die Respekt vor der Kirche hatten. Trotz allem sind wir dann weitergegangen. Alle hatten einen ziemlichen Schauer im Rücken nach den letzten Erlebnissen. Und es wurde nicht besser. Da wir an den Kirchenfenstern waren, die Richtung Ausgang gerichtet waren, bemerkten wir, wie plötzlich ein Auto auf den Parkplatz fuhr und rückwärts einparkte und mit den Scheinwerfern auf das Gebäude leuchtete. Das Kommando war klar. Alle machten sofort die Taschenlampen aus und wir beobachteten erstmal den Insasse dieses Autos. Es war nur eine Person und ich hatte mich ja informiert und wusste, dass es Polizeikontrollen gibt und einen Privatdetektiv, der gelegentlich mal vorbeischaut und einen Wachdienst. Ich hatte mir Gedanken gemacht und dachte, es sei der Wachdienst. Unser Plan war klar, ohne Taschenlampenlicht, nur noch mit dem letzten Mondlicht und dem Straßenlicht, was von der Ferne kam, mussten wir durch dieses Gebäude zu zehn und ein Ausgangsfenster suchen, was abgelegen von diesem Bauzaun war, um dann schnellstens wieder auf die Straße zu kommen, ohne dass uns der Wächter bemerkte. Er schien nicht das Gebäude zu betreten, sondern nur zu bewachen, ob vielleicht irgendwo Taschenlampenlicht zu sein scheint. Ganz nördlich des Gebäudes, also ganz rechts für euch und von der Wächterperspektive ganz links am Flügel, war ein Fenster offen, was wir locker betreten konnten, weil es am Boden war. Die gesammelte Truppe hat sich dann versammelt und von der Ferne den Wächter beobachtet. Es war für ihn unmöglich, uns zu sehen, außer er hätte sein Auto verlassen und wäre auf das Gebäude gegangen. Als er dann nach einer halben Stunde das Gebäude verlassen hat, oder beziehungsweise den Parkplatz verlassen hat, fassten wir uns ein Herz und sind ganz schnell in unsere Autos gegangen und sind schnellstens weggefahren. Dieser Abend hat uns auf jeden Fall sehr geprägt, denn es war einer der gruseligsten, wenn nicht der gruseligste Abend unseres Lebens, zumindest für viele von uns. Und ich kann mich davon definitiv nicht freisprechen. Und mit dieser Geschichte hinterlasse ich euch ein Happy Halloween
wünsche euch viel Spaß bei dem, was ihr heute tun werdet. Aber seid vorsichtig. Und ansonsten könnt ihr mir ein Like hinterlassen für diese Story. Und in der Beschreibung findet ihr meine sozialen Netzwerke. Ich wünsche euch einen Happy Halloween und wir sehen uns. Bis dann, Leute. Ciao. Uwe hat hier rein uriniert. Aber jetzt wäre leise. Schieß mal bitte die Tür frei, ja, sonst kommen wir da nicht durch. Ja, Mann.